Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Life in the Woods hier bei Minecraft. Oh Gott, Explorer. Soll ich nochmal neu starten? Nein, ne? Nein, du verstehst, was ich. Du hast gerade eingeschaltet und du weißt genau, was ich meine. Ich wollte eigentlich sagen, herzlich willkommen zurück bei Life in the Woods hier bei Explorer LP. Wir spielen Minecraft. Und wir sind immer noch im Häusle bauen. Beziehungsweise den Grundriss, so haben wir, so. Wie ich es mir ungefähr vorgestellt habe. Bis jetzt da finde ich es okay. In der letzten Folge haben wir uns, ich zeige es dir kurz, ich zeige es jetzt aber nur von oben, weil sonst müsste ich runterspringen und naja. Das hier sind umgekehrte Treppen, so als Fenstersims und es war ein Fiasko. Ich habe eine komplette Folge dafür gebraucht, diese Fenstersims da an die Wand zu bringen, an den Mann zu bringen. Gut, und als nächstes haben wir dann hier den Lagerraum. Da sollen dann die Küchenutensilien rein. Also alles, was wir zum Kochen brauchen. Ich hoffe, dass dieses automatische Sortiersystem hier irgendwie reinpasst. Weil ich habe irgendwie mal einen Guide gelesen, gesehen aber auch auf YouTube, dass die Schränke natürlich einen Platz. Und dahinter müssen auch noch Sachen. Also, da, puh, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Hier soll die Küche hin, mit Glasfront. Und wir bräuchten noch so eine Art Esszimmer. Da würde ich sagen, machen wir es hier hin oder sollen wir es hier hin? Naja, hier ist eigentlich blöd, ne? Und wir brauchen auch noch ein Räumchen, wo wir uns schlafenstechnisch hinlegen können. Also es sah anfangs so groß aus hier, aber wenn du da mal ein bisschen planst und machst, das ist ja Wahnsinn, wie viel Platz du brauchst. Ich meine, gut, wir können jetzt nur ein Schlafzimmer machen und aber nee, wäre ja langweilig. Ich weiß es noch nicht. Ich würde sagen, ich werde auf jeden Fall das erstmal alles hier in diesem Oakwood-Gedönse auskleiden. Hab das natürlich mit Carpenters Blöcken gemacht, damit wir da ein bisschen variabel sind, das später auch ändern können. Aber für den Anfang halten wir es erstmal alles ganz schlicht und machen da keine übergroßen Dinger. Und dafür brauchen wir aber jetzt auch Oakwood Slabs. So. Dips. 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 Wie viel kriegen wir jetzt da raus? Warte mal, wir machen direkt ein bisschen Platz hier. Damit die Slabs sich direkt heimisch fühlen können. So. Und zack. Ja. Sieht viel aus, aber ich denke, es wird nicht reichen. Ich ahne Böses. Aber gut, wir bremsen erstmal alles zu. Die Decke wird auch ein normales Flachdach. Also ich werde ja kein Spitzdach machen. Und das wird dann aber auch normal mit den Oakwood-Slabs vonstatten gehen. Vielleicht auch Carpenters, falls wir uns irgendwas dazu entschließen sollten, da noch eine dritte Etage draufzusetzen. Aber ich halte das für unsinnig. Also ich denke nicht, dass wir das brauchen. Hier muss man noch. So, das. Der Raum kann ruhig komplett zu sein, weil hier kommen die Öfen an die Wand. Hoffe ich, dass das klappt. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Lagerraum schaffen und Metall. Metall wird eng. Wegware. Hier lassen wir erstmal alles so, obwohl ich denke. Fensterwand. Wie groß soll die sein? So reich, ne? Wenn zur Not kann man ja das Holz wieder rausholen. Ne, hier lassen wir erstmal. Hier machen wir noch nichts.
So. Ja, wir haben hier oben auf dem Berg gebaut, also wird dann auch die Lagerräume werden dann unterhalb des Hauses im Berg sein. So ist es geplant. Ich hoffe, so kann ich es auch hinbekommen. So, Küche hier. Okay, was ein Käfer. Dann haben wir das. Wir bräuchten jetzt noch eine Schlafgelegenheit. Es sei denn, machen wir jetzt hier. Machen wir hier zu. Oder lassen wir das auf? Frage über Frage. Ich weiß es nicht. Warte mal, wir haben da noch die. So, dann machen wir das noch eben. Ziemlich tief, ne? Oder? Egal, lass mal. Ja, wie gesagt, wie machen wir das jetzt hier noch so? Und dann müssen wir es zumachen. Lassen wir es lieber offen. Machen vielleicht hier nur ein Räumchen fürs Bett. Puh, ich bin echt überfragt. Natürlich auch hier nur so einen kleinen Raum machen. Weil mehr als ein Bett muss da ja nicht rein, ne? Ja, machen wir das hier. Und schauen wir mal, wie es nachher aussieht. Kriegen wir dich so gedreht? Natürlich nicht, okay. Freund, die Treppe. Haben keine Treppen mehr. Doch, wir haben noch genau drei. Läuft. So, in der letzten Folge haben wir gelernt, setze die Treppe. In der letzten Folge haben wir gelernt, setze die Treppe. In der letzten Folge hat der Explorer gelernt. Alter. Erst mittig setzen. Kann das sein? Erst mittig. Ja, das war jetzt. Jetzt soll er nur die blöde Treppe setzen. Ja, das ich weiß nicht, was er von mir will. Ich raff das System nicht. Ich raffe es einfach nicht.
Okay, das geht. Mit mehr Glück als Verstand. Mit mehr Glück als Verstand. Lass ich auch erstmal ziemlich weit offen die Türe. Ja, warum? Warum? Okay, ich glaube, er will einfach, dass wir den Hammer kaputt machen. Er will unbedingt, dass wir uns einen neuen Hammer craften. Keine mehr? Alles verbraten? Jo. Okay, da müssen wir noch ein paar Sticks holen. Und was essen. Ich glaube, in dem Let's Play, ne, level ich nur fürs Kochen. Wir brauchen Sticky Stickman. So. Haben wir. Dann. Ich hoffe, damit kommen wir aus. Slips da rein. Gut, dann gucken wir nochmal oben weiter. Wollte ich mal raffiniert sein, weißt du? So. Okay, dann kann er hier das Bett rein. Das heißt, wir machen hier erstmal alles zu. So. Gut, dann wollen wir die Kiste mal direkt unten auch abbauen, damit wir mal ein bisschen Ordnung hier reinkriegen in die Bude. Und wir ihn nochmal betonen, es ist nicht final. Wir werden noch alles ändern. Er will wirklich auf den Carpenters Block. Achso, kann man das vielleicht mit. Nö. Nee. Okay, dann müssen wir. Die sammeln wir raus. Die sammeln wir raus. Noch normale Woodplanks, ja, haben wir. Also das ist ganz schön viel. Nein. Pummelsarbeit. Kann ich aber ein Liedchen von singen jetzt hier. So. Probeweise schlafen. Gute Nacht. Backen jetzt durch den Boden oder so. Bei meinem Glück. Nö. Auf dem Bettchen. Gut.
So gefällt mir das besser. Und dann werden wir doch noch eins zumachen, ja? So. Dann können wir uns hier noch was ein bisschen schick machen, weißt du? Verstehst du? Gut, das ist jetzt hier natürlich ein bisschen suboptimal, aber da gucken wir, was wir noch draus machen. Können ja immer noch ein bisschen Glas irgendwo reinsetzen, damit es ein bisschen freundlicher, heller aussieht. Aber hier tendiere ich erstmal dazu, alles offen zu lassen. Willkommen hoch. Da. Wir könnten hier so eine Art Flur machen, mit drei Türen. Also keine geschlossen, wir lassen das dann offen im Endeffekt, aber... Fände ich jetzt gar nicht so schlecht, die Idee. Probieren wir mal. Oh. Jetzt will er aber wissen hier. Nee, das passt nicht. Gerade gesammelt, oder? Ne. Also hier müsste man dann wirklich mit der Treppe arbeiten, denke ich. Wie sieht das aus? Wir kommen hoch. Ja, könnte ein bisschen größer sein, oder? Ja. So. Kriegen wir den hier dran? Natürlich nicht. Okay. Oh, wir könnten hier den Durchgang dann, wenn wir... Lass mal gucken. Vergesst jedes Mal, dass wir so. So, so. Ich muss mal eben husten, Entschuldigung. So, wieder da. Ja, gehen wir in die Küche rein. Okay, das könnte... Genau. Schauen wir mal, wie es dann von der Treppe aussieht. So. Gut, hier müssen wir natürlich zumachen. Wie weit steht der vor? Er steht natürlich. Ja, jetzt gehen wir aber hier, ne? Sind wir versetzt. Alter, warum? Ja. Dann würde ich eher sagen, das hier offen lassen. So, müssen wir zwei. Hier müssen wir, denke ich mal, direkt. Ja, hier müssen wir. Hier müssen wir die Treppe reinsetzen. Wollte ich sagen. Ja. Ja.
Ich setze das jetzt erstmal provisorisch nur, um zu gucken, ob das näher so einigermaßen optisch passt. Obwohl ich es lieber gerne offen gehabt hätte, alles, aber irgendwie finde ich, passt das nicht offen. Küche. Machen wir jetzt hier noch einen hin. Das offen lassen, dann machen wir das weg. So. Ich will hier ein paar Blumen dann später hinsetzen oder was weiß ich. Jo. Ich würde sagen, lass mal so, oder? Hier können wir pennen. Wie sieht das aus, wenn wir das hier... Lassen wir erstmal so. Wo die Türen jetzt näher vergrößern, verkleinern. Ich würde sagen, das entscheidet sich sowieso dann erst, wenn du da komplett alles durch hast. Ja, machen wir jetzt hier hinter zu. Dann haben wir hier den Leerraum. Das ist ja auch ziemlich... Doof. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal mit den Slabs hier zu und gucken uns das Spiel mal so an. Slabby Slab man. Der kriecht auf dem letzten Loch rum. Hier müssen wir dann aufmachen, ne? Runtergefallen? Nö. Nö. Gut, dann bräuchten wir jetzt noch Treppen. Stairs. Wenig, aber egal. So, bitte auf Anni passen, ja? Und sagen wir es nämlich. Dankespiel. Nö. Wo macht er das? Jetzt von oben hauen, oder? Jetzt von hier? Das war der Hammer. Er war ja der Hammer. Ja gut, er hat lange gehalten, also muss man ja sagen. Probier mal ein bisschen. Das kriegen wir so hin. Nö. Nö.
müssen an die ansetzen hier, ne? Ja, und? Nein. Ja, das... Ja. So. Okay, das wäre auch geritzt. Müsste man jetzt rein theoretisch das hier auch zumachen, aber das wäre ja... Die Treppe nimmt auch unheimlich viel Platz weg, ne? Oder wir setzen die Treppe woanders hin. Ginge natürlich auch, muss ja nicht hier sein. Wohin? Hier unten haben wir jetzt nicht mehr viel Möglichkeiten. Entweder hier hin oder hier hin. Aber dann wäre auch blöd. Müssen wir schauen. Ich weiß es noch nicht. Aber ich weiß, dass wir jetzt die Folge beenden müssen. Wir sind bei 27 Minuten. Alter Vater. Okay, da draußen. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge hier siehst. Und sage tschüss, bis demnächst bei Live in the Woods hier bei Explorer.lp. Mach's gut, tschüss und bye bye. Ciao, ciao.